Schön hier zu sein. Leonard ist von einem Projekt, wie gesagt, das hat man schon ein paar Mal gehört. Und dann natürlich direkt die Frage, Leonard, wer bist du und was machst du vor allem? Ich bin einer der Mitgründer von Peak. Und ja, Peak ist heute bekannt als Layer One Blockchain für DeepIn und Machine Real World Assets. Wir werden wahrscheinlich gleich nochmal tiefer reingehen, was ist DeepIn und was bedeutet das. Unser Anfang liegt tatsächlich schon in 2017. Also Peak ist noch nicht so alt, nur wir haben als Gründer dort angefangen zusammen zu arbeiten, fanden die Vision von IOTA super im Sinne von Machine Economy, Echtweltanwendung. Die Technologie hat dann nicht so geklappt wie erhofft und wir haben dann gesagt, okay, wir wollen aber jetzt nicht einfach irgendeinen Token auf den Markt schmeißen, sondern wir wollen jetzt mit Enterprises arbeiten und gucken, welche Probleme können wir lösen. Welche Lösungen machen wirklich Sinn? Und haben dann zwischen 2018 und 2021 verschiedene Enterprise-Projekte gebaut. Und tatsächlich, unser erster DeepIn-Use-Case war 2019, wo die Audi AG uns angerufen hat quasi und gesagt, hey, Laden ist irgendwie nicht so cool. Wir haben so eine super zentrale Ladeplattform und es ist fragmentiert. Man braucht 10, 15 verschiedene Apps, Ladekarten. Kann man das nicht alles auf eine Blockchain packen und die Fragmentierung lösen? Genau, und haben dann da sehr erfolgreiche POC gebaut, hatten sogar Serienzusagen. Nur am Ende des Tages, es macht keinen Sinn, wenn ein zentrales Unternehmen eine dezentrale Plattform baut. Am Ende ändert sich dann nämlich nichts, außer dass eine Blockchain drunter liegt, aber es löst kein Problem. Und genau, das waren so die Evolutionsschritte, die uns dann dazu geführt haben, dass wir 2021 gesagt haben, am Ende, okay, jetzt gibt es reife Infrastruktur-Frameworks, Skalierung funktioniert, Transaktionskosten funktioniert, wir können jetzt wirklich einen Layer One bauen für die Maschinenwirtschaft, wo was total IoT-fokussiert ist. Und genau, das haben wir dann angefangen mit maschinenfokussierten Funktionalitäten, Identitäten, Access Control, Payment, Data Verification und so weiter und so fort. Und ja, dann vor anderthalb Jahren kam der Begriff DeepIn, wurde gekreiert, was für dezentrale physische Infrastrukturnetzwerke steht. Und wir haben einen Layer One für DeepIn die ganze Zeit schon gebaut. Also das war perfekt, weil in dem Moment kam natürlich ganz viel Aufmerksamkeit, Geschäftsentwicklung, ganz viele Projekte finden uns, die DeepIns bauen, weil wir ein Layer One für DeepIn sind. Und wir haben unser Glück erzwungen über die Jahre, kann man sagen, indem wir in die Richtung gebaut haben, die für uns Sinn gemacht hat. Und jetzt sind wir bereit, wo der Markt auch sieht, dass das extrem viel Potenzial hat, dezentrale Infrastruktur zu bauen. Wir wissen ja bereits, IOTA ist groß, gerade in der deutschen Community. Was macht Peak hier besser als zum Beispiel IOTA? Genau, wir waren genauso wie du begeistert von der Vision und auch der neuartigen Technologie. Wir haben tatsächlich dann auch mal unseren eigenen DAG gebaut, also Directed Acyclic Graph, und haben um auszuprobieren, kann man darauf denn Business-Logik laufen lassen, kann man Smart Contracts drauf laufen lassen, mussten dann aber feststellen, das zu dezentralisieren wird sehr schwierig. Und darauf Smart Contracts laufen zu lassen, ich will nicht sagen unmöglich, aber es hat einen Grund, warum jetzt die führenden Blockchain-Ökosysteme immer noch Blockchains sind und keine Tangles sind. Und genau, und wir haben quasi da viel ausprobiert, auch viel versucht. Und auch jetzt sieht man ja bei IOTA, sie benutzen EVM, sie benutzen quasi Chains auf dem Tangle, also irgendwo, dass die Smart Contract Lösung läuft dann auch wieder auf einer Blockchain. Und ich glaube, die Erkenntnis, die war dann irgendwann da. Und was wir letztendlich anders machen oder heute, genau, ist, wir haben eine andere Infrastrukturtechnologie gewählt. Wir haben Substrate gewählt als Framework, was von Gavin Wood entwickelt wurde auch und sind auch komplett EVM-compatible, nutzen neue Dezentralisierungs-Sicherheits- Funktionalitäten, die auch Polkadot zur Verfügung stellt und bauen da quasi auch viel starke Entwicklung auf im Sinne von Dezentralisierung, Skalierung und, sodass wir dort quasi keine Probleme haben. Und dann haben wir einen sehr starken Fokus wirklich auf Web3-native Bilder. Wir haben dann irgendwann gemerkt, Enterprise Adoption ist super und daran arbeiten wir auch, aber die Enterprises werden nicht diejenigen sein, die disruptiven Lösungen bauen,
sondern das sind Web3-Native-Builder, das sind neue Founder. Ihr hattet in der letzten Folge Silencio on Board, zum Beispiel die Silencio-Founder. Und daher kommen wirklich die Disruptionen. Und dann arbeiten wir mit Enterprises zusammen, um diese Deepens oder neuen Applikationen auf Peak zu skalieren und dort Partnerschaften zu kreieren. Also das heißt, wir haben dann irgendwann, sind weg von dem starken Enterprise-Fokus, mehr auf Web3-Native-Builder mit Enterprise-Skalierung quasi, wo sie ihre Projekte rein skalieren können. Und ja, und ich glaube, am Ende ist es natürlich auch viel eine Frage von Mission-Driven, und wir waren immer fokussiert auf das Outcome und was wir bauen und weniger der, ich sag mal, der Lärm, der drumherum war. Und wir haben bewusst damit gewartet, einen Token zu launchen. Deswegen kommt dieser erst sehr zeitnah, weil wir gesagt haben, wir wollen das erst tun, wenn wir das Gefühl haben, wir haben wirklich so viel Fundament geschaffen und es ist wirklich notwendig, um jetzt wirklich das Netzwerk zu launchen und zu dezentralisieren. Also das heißt, ich glaube, da sind viele Unterschiede, aber natürlich, das ist, ja, ich denke, es ist einfach auch anderes Timing, und da muss man IOTA auch lassen. Sie waren da absoluter Vorreiter, haben uns inspiriert, und jetzt ist wahrscheinlich die Marktlage, das Markttiming ein anderes. Man muss es ja so sagen, wie es ist. Nicht immer das Erste, was kommt. Das erste Projekt ist auch immer das Beste, vielleicht das Bekannteste, aber am Ende gibt es dann noch bessere Lösungen. Denken wir nur an den Begriff Ethereum Killer, was immer wieder ja genannt wurde. Aber da ist es halt einfach ein starkes Netzwerk, was sich immer durchgesetzt hat. Du hast es gerade angesprochen, Peak hat lange gewartet, bis sie überhaupt einen Token launchen, was natürlich auch direkt erstmal so für Leute von außen darauf zeigt, da waren Leute nicht auf das schnelle Geld aus, sondern man hat gesagt, wir bauen erstmal und wenn wir wirklich sagen, jetzt geben wir hier einen Token raus und natürlich auch die Möglichkeit, dann Nodes zu betreiben und natürlich auch hier mit diesem Token zu handeln, das zeigt auf jeden Fall, hier steht die Entwicklung im Vordergrund. Das war ein bewusster Ja. Schritt, hast du gesagt. Kann man denn schon sagen, wann das Mainnet launcht? Und natürlich die große Frage, kann ich den Token noch irgendwie kaufen, bevor wir ans Mainnet kommen? Gibt es da Infos, die du verraten darfst? Der Mainnet-Launch steht tatsächlich unmittelbar bevor und wird im Mai stattfinden, Mitte bis Ende. Genaues Datum kann man nie vorher sagen. Und es wird noch die Möglichkeit geben, über ein Community-Sale dort vorher zu partizipieren. Genau da. Auf all unseren Channels, wenn man denen folgt, wird man das mitbekommen. Sehr gut. Wie ist das denn generell? Wie viele Nodes gibt es bereits oder wie dezentralisiert ist Peak mittlerweile? Gibt es da Zahlen, die du veröffentlichen kannst? Ja, das Coole ist da wirklich, also das passt gut zu dem, was wir vorher besprochen haben. Jetzt mit Polkadot 2.0 gibt es die Möglichkeit, quasi Polkadot Cores zu kaufen und ein Layer-One-Netzwerk zu skalieren, so hoch es braucht. Und das Schöne ist, indem man dort dann sich bei Polkadot quasi anknüpft, erbt man auch die Dezentralisierung und Sicherheit von der Polkadot Relay Chain. Und Polkadot hat einen Nakamoto-Koeffizient von über 90. Also das ist eine Methode, um die Dezentralisierung eines Netzwerks zu messen. Das mit Abstand der allerhöchste von allen Major-Ökosystemen, Proof-of-Stakes-Chains. Ich glaube, irgendwo Ethereum ist sehr weit hinten. Solana ist bei 20 oder so, 30. Also Polkadot ist da wirklich Vorreiter, was die Dezentralisierung und Sicherheit angeht. Und wir erben das eins zu eins, indem wir quasi die Validation, Block-Validation, an Polkadot outsourcen. Natürlich hat Peak selber auch Nodes, das sind sogenannte Collateral Nodes, die sammeln die ganzen Transaktionen, producen die Blocks, die werden dann am Ende finalisiert. Und das erlaubt uns, extrem hohe Dezentralisierung zu haben, trotzdem extrem hohen Throughput, weil wir halt wir können beliebig viele Cores dazu holen, um das Ganze hoch zu skalieren, und extrem hohe Transaktionsgebühren, weil wir genau dort nicht ganz so viel an Validator-Nodes oder das Netzwerk nicht ganz so viel an Validator-Nodes geben muss. Ich glaube ja, dass das eine Architektur sein wird, die in ein, zwei, drei Jahren sehr häufig der Fall sein wird, wo man merkt, hey, ich kann Layer One bauen und ich kann den extrem skaliert, dezentral und sicher machen, as a Service, mehr oder weniger. Und ich glaube, dass das etwas ist, was also Polkadot 2.0 jetzt kurz umbringt. Und das sehen noch nicht so viele im Markt. Aber es steht
ganz kurz bevor. Ja. Du hattest gerade Polkadot und die Relay Chain angesprochen. Da muss man ja auch sagen, Polkadot ist ja auch ein Projekt, was sehr lange gebraucht hat, um das Ganze umzusetzen. Vom White Paper eine sehr gute Idee, was dann sehr lange gebraucht hat. Und nun kommt so gefühlt diese Polkadot Chain so richtig in Fahrt und viele binden sich da an, weil es einfach die Möglichkeiten, die du gerade beschrieben hast, genauso gibt. Du hast den Nakamoto-Effizienten angesprochen oder Nakamoto-Koeffizienten, wie es heißt. Und ich persönlich kenne auch nur eine einzige Blockchain, die wirklich höher liegt. Da kann ich mich Ambassador schimpfen. Wer den Krypto-Eule-Kanal kennt, der weiß, was das ist. Aber wir reden hier von einer ganz neuen Blockchain. Das heißt also, hier ist ein Netzwerk, was sich noch etablieren muss. Und das Polkadot-Netzwerk hat sich natürlich vollkommen etabliert. Also deswegen sehr gut, dass man sich hier anbinden kann und natürlich dieses Netzwerk mitnutzen kann und dadurch natürlich auch die Größe nutzen kann und natürlich auch, wenn man dann sagt, wir haben eine Layer-One-Blockchain, auch das Thema Bridge, andere Token und natürlich auch schon die Infrastruktur, oder? Ja, absolut. Also da wurde so viel Tooling entwickelt. Da es gibt so viele Komponenten, die sind ready to use. Und Polkadot ist auch so ein bisschen durch den Winter gegangen jetzt die letzten 1,5, 2 Jahre. Da wurde nicht sehr viel Marketing gemacht. Gavin ist nicht mehr CEO von Parity, er ist Chief Architect geworden. Das haben viele auch so gesehen, als wäre er raus aus dem Projekt. Ist er überhaupt nicht. Er programmiert aktiv. Und die Governance-Systeme und. Also, wenn man es wirklich aus rein technischer Perspektive betrachtet, sind wir davon überzeugt, das ist das beste Ökosystem in Web3. Das hat am meisten Hand und Fuß. Auf Marketing-, Business-Development-Ebene ist viel Luft nach oben. Da passiert aber gerade auch einiges. Genau, und genau, also da sind wir. Und deswegen, wir sagen, okay, wir nutzen die Technologie, wir sind aber auch unser eigenes Ökosystem, wir sind unser eigener Layer One, leveraging aber Cutting-Edge-Technology, also auch die On-Chain-Governance, da muss natürlich auch noch viel Arbeit passieren. Aber wenn man ernsthaft an Dezentralisierung interessiert ist, dann hat man dort das beste Governance-System, was man natürlich 1:1 auf Peak auch übertragen kann für das Peak-Governance-System. Wir haben jetzt schon über das Thema, also Lösungsansätze, was kann die Peak-Blockchain oder was kann DePIN allgemein lösen, haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Wir haben über Projekte gesprochen, die auf Peak launchen. Wir haben gehört, Peak geht bald live und es gibt noch einen Community Sale. Also viele Sachen, die schon sehr interessant sind. Jetzt aber noch eine Frage, die relativ wichtig ist, wie ich finde. Und zwar, wie kann ich denn jetzt an eurem Netzwerk teilnehmen? Geht das mit meinem Handy? Brauche ich eine Photovoltaik dafür? Muss ich die ganze Nacht im PC laufen lassen, blöd gesagt? Oder wie funktioniert das? Das ist eine super Frage und das ist wirklich cool. Wir haben ein paar Smartphone-Deepin-Use Cases, sogenannte Smartphone-Deepins. Wir haben gerade schon mehrfach über Silencio gesprochen. Der einfachste Weg, wirklich teilzunehmen, ist, sich die Silencio-App runterzuladen und dort kann man dann Noise Pollution Data sammeln und da ist man dann schon Teil des Peak-Netzwerks. Eine andere super Möglichkeit ist die Natix-App. Da kann man beim Fahren dann quasi die Straße filmen und alle möglichen Events werden dort recorded. Also das sind zwei super einfache Cases, wo man sich nur eine App runterladen muss und schon teilnehmen kann. Und dann natürlich gibt es komplexere Cases, wo man auch Hardware besorgen muss. Genau, aber das ist der einfachste Weg und dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie funktioniert das, merkt so, oh cool, ich kann hier irgendwie ein bisschen was verdienen, indem ich Daten sammle und wenn man dann Lust auf mehr hat, dann gibt es da das gesamte Ökosystem, wo man dann auch vielleicht ein bisschen mehr investieren muss, also eine Hardware anschaffen muss, genau, aber ich würde allen raten, erstmal klein anzufangen, zu gucken und dann ja, vielleicht mehr Geld in die Hand zu nehmen, um mehr verdienen zu können. Wir haben ja jetzt auch gehört, dass es wie gesagt noch ein Sale gibt. Wie läuft das dann ab? Also das Ganze launcht dann live. Was kann ich mit diesem Token dann letztendlich anstellen? Ist es so, wenn ich jetzt am Netzwerk teilnehme, dass ich für meine Node oder für die Teilnahme eine Belohnung bekomme? Und die Frage ist, was kann ich damit machen? Wird es jetzt, ich sag mal klassisches Blockchain-Thema, wird es eine DEX geben, wo ich den Token gegen andere Token tauschen kann? Was gibt's da? Ja, absolut. Also DEX wird es geben, genau, auf Peak, sodass man Tokens tauschen kann. Staking auf Nodes, das heißt, man kann Peak-Tokens auf die Nodes staken und dort dann auch Yields dadurch verdienen. Also das ist natürlich immer sehr interessant für alle, die den Token halten und auch langfristig halten wollen. Genau, dann natürlich Dinge wie Transaktionsgebühren bezahlen und aber auch in der Governance teilnehmen. Das wird ein paar Monate dauern.
Aber dann geht es wirklich um On-Chain-Governance. Demokratisch wird auf die wichtigsten Dinge abgestimmt. Dann haben wir nichts mehr zu sagen. Wir müssen genauso mit abstimmen, also können unsere Stimme abgeben. Jeder Token ist eine Stimme. Und genau, also der Token ist für Transaktionsgebühren da, ist für die Nodes, die Sicherung und dort auch mitzuverdienen. Man kann ihn natürlich tauschen und man kann aktiv in der Abstimmung und Weiterentwicklung des Netzwerks partizipieren. Sehr cool. Das heißt also, der Token hat schon in dem Sinne einen Nutzen und es wird dann ein Proof of Stake in dem Sinne auch geben, also durch Staking-Anreize. Ja, richtig. Genau. Dann weiß man schon mal, was mit dem Token anzufangen und nicht nur einfach sinnlos handeln. Obwohl, Gewinne mitnehmen ist nicht sinnlos. Aber natürlich dann natürlich auf den auf Börsen natürlich auch handeln und diesen Token auch nutzen in dem Fall. Richtig. Peak-Netzwerk, wir haben auch schon, du hast ein paar Projekte angesprochen. Gibt es Projekte, wo du sagst, da bist du besonders stolz drauf, dass die bei Peak unterwegs sind, beziehungsweise im Netzwerk von Peak? Ja, ich glaube, wir haben jetzt oft schon den Namen Silencio erwähnt. Aber ich glaube, einmal das Founder-Team auf menschlicher Ebene, aber auch der Skalierungscase von Silencio. Es ist so ein bisschen, wir sagen immer, so ein bisschen die Gateway-Drug zu DeepIn. Du musst dir nur die App runterladen und kannst dann in DeepIn teilnehmen. Und das ist extrem, extrem cool. Und da sind wir sehr, sehr stolz, weil wir davon ausgehen, dass Silencio in den nächsten paar Jahren Abermillionen von Nutzer haben wird und das natürlich auch eine extreme Skalierung und Nutzerbasis auf Peak baut, bringt. Genau. Und ein anderes cooles Projekt immer, was ich gerne erwähne, ist eLoop, die halt als allererstes wirklich große Maschinen tokenisiert haben, in Produktion, einen Carsharing-Service in Wien haben, wo Leute rein investieren können und von diesen Teslas mitverdienen. Und das Ganze jetzt ausweiten auf alle möglichen Industrien, alle möglichen Assets. Sie haben da wirklich eine neue Asset-Klasse kreiert, nämlich Revenue Generating Machine, wo du einen Teil von besitzen kannst. Und das ist auch revolutionär. Es ist noch ganz am Anfang. Ich würde mich nicht wundern, wenn das nach DeepIn dann der nächste Riesen-Narrativ ist, der auch auf Peak auch stattfinden wird. Machine Real World Assets. Wie groß ist das Team von Peak und wo und wie trefft ihr euch oder wie arbeitet ihr zusammen? Ja, wir sind tatsächlich remote first und mittlerweile 36 Leute. Also wirklich schon eine gewisse Größe. Und genau wie du sagst, unser Team ist fantastisch. Das ist absolutes Teamwork. Wir sagen immer, Teamwork makes the dream work. Und ja, sind extrem happy mit allen Leuten, die an Bord sind, die jetzt auch frisch dazugekommen sind. Viele Leute tatsächlich in den letzten Monaten. Genau. Und nur so geht's. Nur so kann man wirklich viel erreichen und das Ökosystem bauen. Braucht man noch viele weitere Leute, die auch von der Vision überzeugt sind und das mit Antrieb nach vorne bringen. Du hast es gesagt, ein großes Team und oft ist es ja auch so, gerade wenn man so hart zusammenarbeitet und auch schon so lange, aus einem Team wird ja auch oft Familie. Und deswegen, ich kann nur sagen, wir haben jetzt viel über Peak gehört, rund um Peak, welche Projekte da kommen, was alles mit diesem neuen DeepIn-Netzwerk, Staking-Möglichkeiten, also das, was wir auch kennen und dann auch im Hintergrund noch ein bisschen mit Polkadot zusammen, wie du gerade schon angesprochen hast. Also wir merken, hier kommt einiges auf uns zu und Peak, ein Launch, der schon von vielen und lange erwartet wird. DeepIn, Real World Asset und vielleicht auch schon das nächste Narrativ, du hast es angesprochen, Machine Real World Asset. Aber das kann man ja auch ausweiten. Also da kann noch einiges kommen. Ich bin sehr froh, über Peak hier viel erfahren zu haben und den Zuhörern natürlich einiges mitgegeben hier zu haben. Ich sage vielen Dank für deine Zeit, Leonard. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für all die Informationen und ich wünsche Peak, der Familie, dem Team. Alles Gute für den Launch und für die Zukunft. Vielen lieben Dank. Hat mir extrem viel Spaß gemacht. Das war ein Auszug aus dem über 40-minütigen Podcast mit Leonard. Bei Web3 Welt findest du überall, wo es Podcasts gibt und auch hier auf dem Kryptoeule YouTube-Kanal. Leonard ist ja einer der Gründer von Peak und ich kann euch sagen, das war insgesamt ein interessantes Gespräch und er hat natürlich noch viel mehr erzählt als hier in diesem kürzeren Video. Also hört da gerne rein, kommt natürlich bald raus. Thank you.